Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Rust mit Dalukat. Das bin ich. Das ist der Stahleisenbart. Und Fischkopf. Hallo. Jo. So, wir sind immer noch auf diesem komischen Server, der Action-Server hier. Oh, der will mich holen. Das hast du in der letzten Folge schon gesagt. Er zieht auf mich. Friendly, 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 I'm friendly. Gibt's überhaupt In-Game-Voice? Das hat ja noch nie einer gesprochen. Hat funktioniert. Please don't shoot, please. Don't shoot! I'm friendly! Ich kenn uns hier noch nicht. Die sitzt da oben auf dem Dach. So, scheiße. Die schießen nicht. Die sind cool. Du kannst ja anscheinend alles auf alles bauen. Da hier sind so komische Gebilde. Schnell sie ab. Okay, I put it away. I'm sorry. Boot down the gun. Thank you! Wo sind die? Weißt du, wo du bist? Ich bin bei Yellow immer noch. Achso, ich bin bei Blue. Sorry, what? Blue. Die wollen irgendwas. Ich werde angeschossen. How can I help you? Yes, yes, that is what I'm planning to do. I'm going away now. Thank you. Nur beschossen. Go away. Okay, I shall go away. Ich überlege gerade, hier sind ja richtig viele Zombie-Tiere, ne? Ob ich die nicht einfach alle metzel und guck, was ich da rausholen kann. Ja. Das ist eine gute Idee. Warum nicht? Wir sollten auch anfangen mal zu bauen, weil ich glaube, die Leute, weil hier ist ja Limited C4 übrigens. Oh. Das heißt, es gibt sowieso kaum C4 und ich denke, dass du dir schon eine Basis aufbauen kannst. Ja, so, gute Idee. Ein Haus. Also kann man machen. Sollten also sheltern und holzen. Ich hab Schoko. Schokolade? Stück Schokolade. Willst du ein Stück? Ja, wo bist du? Ach, du bist immer noch gelb, ne? Ja. Ich bin blau. Übrigens, darf man von euren nächtlichen Aktivitäten sprechen am Wochenende, Elm? Wo ihr mich da angerufen habt, um 2 Uhr nachts? Hey, da kann ich nichts dafür! Ich war gerade in der Aufnahme gewesen. Du warst nicht in der Aufnahme. Doch. Echt? Ich hab dann aber gesagt, ich geh ran. Nein. Doch, aber ich hab dich nicht genommen, weil das Gespräch ja länger ging. Ja, man sollte dazu sagen, wir waren auf dem Let's Player Stammtisch hier in Berlin. Mit dem Spielpiraten und so. Und dem guten Mickel, den ihr ja wahrscheinlich kennt, vielleicht, aus TTT-Aufnahmen. Und dann hat der Mickel irgendwann um 2 ist er auf die grandiose Idee gekommen, den Dalukat anzurufen. Und sagen wir mal so, wir waren ein bisschen benommen, weil wir so ein bisschen müde waren von... Oh, soll ich jetzt schießen? Da. Eure Frage war aber interessant. Und der Spielpirat war ja auch ein bisschen... was haben wir denn gefragt? Angeschlagen. Top 10 Spiele mit Fischen. Ach ja, stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Genau, es ging. Jetzt erinnere ich mich auch. Jetzt kann ich auch erzählen, woher das kam. Und zwar habe ich den Spielpiraten gefragt, ob er Pixel Piracy gespielt hat. Und er hat gesagt, kennt er nicht. Und dann bin ich total durchgedreht und gesagt, was? Du kennst das nicht? Du nennst dich Pirat, du Arsch! Und dann hat er gesagt, ja, wie viel Spiele mit Fischen kennst du denn? Und dann, ja, hat sich das so ein bisschen so entsponnen. Dann wurde ich angerufen und sollte die Top 10 Spiele mit Fischen. Dann solltest du und da der Spielpirat sowieso schon besorgt war, habe ich einfach gesagt, ja, schicke ich dir gleich. Und er so gut und dann hab ich aufgelegt. Ja, Mama, ne? Und dann war Mickel richtig sauer. Was? Der hat einfach aufgelegt. Ruf mich sofort nochmal. Für meine Zuschauer, mein Plan ist es eigentlich, eine Sleeping Bag zu bauen. Die wurde mir nämlich nicht gegeben in meinem Kit. Und die wollte ich hier hinlegen, neben Yellow, bevor ich da in den Kampf gehe, weil ich will gleich in den Kampf gehen, weil da waren Leute und die waren nur weiß und das ist juckend. Aber du musst bedenken, wenn du nicht hast, ne, also und Addict Camp machst, dann kriegst du keine Waffe. Ja! Das heißt, wir sollten wenigstens, hast du ein bisschen Holz? Nee, aber ich bin gerade an Holz vorbeigelaufen. Eine Shelter haben wir auch und lass uns da wenigstens eine Foundation und also so einfach nur einen Raum. Wir können auch eine Shelter bauen. Ja, aber eine Shelter ist so basic, weißt du? Aber im Moment brauchen wir kaum mehr als basic. Ja, dann mach doch jetzt hier eine Shelter. Ja, ich baue gerade Holz ab. Ich holz auch schon. Hol auch gleich noch ein paar Steinchen, einfach weil ich es kann. So, und ich folge hier den Rucksäcken. Also bei Yellow ist auch nicht was los, da kannst du mal gerne hinkommen. Wieso hat der einen größeren Rucksack? Boah, krass. Bam. Ich bin auch bei Yellow. Bam. Ich bin ja gerade wieder angeschossen worden. Mir redet ja auch keiner, ob ich friendly bin. Ich werde direkt einfach angeschossen immer. Die beiden. Weißt du, geil, das In-Game-Voice alles. Die beiden auf dem Dach waren geil. Go away! Okay. Die hatten bestimmt keine Muni. Warum sollten sie denn nicht schießen?
Die standen auf einem ungefähr, ich schätze mal, 6x6 Metallhaus. Die hatten Muni. Ich bin jetzt an Yellow und sehe da so einen flachen Bunker. Ja, wir sind, also ich bin quasi einmal dahinter. Also wenn du von Red kamst, bin ich einmal dahinter. Also so ein bisschen, warte mal. Ja, auf der offenen Seite. Warte mal, ich komme jetzt an eine Straße. Aber auf der zuen Seite wird geschossen. Oh, shit! Okay, zwei Bären. Ich gehe so ein bisschen weiter weg und dann schieße ich auf die. Okay, aus dem Haus wird geschossen. Okay, mit mehreren Leuten. Nein, die schießen unten im Haus. Oh, ich muss den Angeschlagenen holen. Okay, ich riskiere es jetzt. Risky Business. Da ist ein Toter. Risky Business. Ich hab die beiden Bären erlegt. Oh, diese komischen Blutsaug-Kids, die kein Mensch will. Die will doch kein Mensch. Ja! Was ist? Noch einer! Ah, das ist ein Wolf! Eine hängende Leiche. Ich kann die Tür öffnen? Nein, der spawnt da drin, scheiße. Okay, nein. Ich glaube, so langsam geht mir. Shotgun-Bubbele! So langsam gibt mir hier die Munition aus, glaube ich. Da kommt er aus dem Haus raus, ey. Der wohnt also da. Feige Sau. Ach, da oben auf dem Dach steht einer. Ich sehe das Haus, was du meinst. Man sieht diesen die beiden Striche auf dem Haus. Die gucken halt. Weil dahinter ja der Held. Die lauern da und gucken. Ach, lungern, oh shit, ey. Ich habe noch 18 Schuss. Lungern ist das richtige Wort, aber ich habe jetzt Holz. Ich habe 80. Ich hab zwar ein bisschen, aber ich darf ja erst in 3 Minuten looten. Oder ich lockpicke die. So, lass mich erstmal gucken, wo ich bin, okay. Guck mal, das sind bestimmt Nachbarn. War das der Kobiasu, der mit dir geredet hat? Pff. Weißt du, wie lustig das nämlich gewesen wäre? Weil die gucken nämlich ja rüber zu dem Haus und schon fragt so, brauchst du Hilfe? Nee, die kriege ich schon. Die Einbrecher hier. Unruhestifter. Die Rabauken, wo bist du? Warte mal, okay. Ich laufe jetzt auf der Straße wieder ein bisschen Richtung Red, weil hier sind Wölfe. Nicht zu knapp. Oh, hier sind Schüsse. Ich glaube, den hole ich mir jetzt. Oder du bist das. Ach, du bist das wahrscheinlich. Ich werde von zwei Wölfen verfolgt. Ja, ich hab da einen gesehen. Ja, schießt du gerade? Ja. Okay, du bist das. Wir haben uns zumindest schon mal gefunden jetzt. Nicht mehr lang. Ich brauche Medikit schnell. Komm. Auf der Straße. Komm. Du das? Bist du? Hast du grüne Hosen? Du, ich bin doch hier. Hier, Split. Nein, jetzt hab ich's geused aus Versehen. Aber du hast doch gesplittet, das heißt, du hast nur eins. Ich hab's nicht gesplittet, ich hatte nur eins. Ja, du kannst doch nicht beeilen. Ich kann nichts machen. Doch, hier, Cloth. Warte mal. Bandage. Beeil dich. Ja, ich beeile mich. Bandage. Ich muss gucken, was der Wolf gedroppt hat. In der Hoffnung, das ist ein Medikit. Oh, ich geb dir erstmal eine Bandage, damit du nicht mehr blutest. Warte. Und dann können wir immer noch ein Medikit machen. Oh, das dauert ja. So lange, noch 3 Sekunden. Ja, das schaffe ich noch. Okay, bist du bei mir? Ja, mach hier, mich hin. Hier. Tell me more. Hast du meine Hosen gelootet? Deine Hose gelootet? Ja, aber du hast so eine grüne Hose. Nee, die habe ich da in diesem kleinen Bunkerhäuschen. Pass auf, ich habe gerade Explosive Charge gefunden. Nee. Doch, eins. Nee. Aber. Du weißt, was das heißt. Ja, wir können nichts machen. Massaker! Könnt's auf den Boden legen, wenn einer kommt, in der Hoffnung, er explodiert. Jetzt bleib erstmal ruhig. Was wir jetzt machen können, ist, wenn wir das möchten, hausieren. Shelter hier. Ja, wir hausieren. Was kostet die Tür? Was kostet die Welt? Ja, ich hab Holz. Hier, guck mal, hier hausiert auch schon einer. Crafte jetzt. Guck mal, machen wir nicht einfach eine Tür rein in die Shelter? Können wir auch machen. Aber jetzt baue ich schon eine. Das heißt, wir können noch eine zweite holen. Gut, das heißt so Rücken an Rücken. Geil. Echt hier in dieses Eck. Geil. Wenn du willst, habe ich ein paar Bohnen für dich. Aber dann schlafen wir nicht in einem Shelter, du Arsch. Und ich habe 23 Cloth, das reicht nicht für 2 Sleeping Bags, nur für eine. Mist, Cloth habe ich ja nicht. Kein Cloth. So, was war jetzt die Idee? Ja, stell dein Haus daneben. Aber dann kommen wir doch nicht mehr in den Schlitz, wo du drauf gerade stehst. Ja, kommen wir doch schon irgendwie durch. Das ist meine erste, ich habe noch nie eine Shelter gebaut. Wo ist ein fucking Wood Door, ey? Oh. Wer baut denn noch eine Wood Door? Tell me more. Wie hast du die hingesetzt? Sehr gut. Eingang? Hier. Sehr gut, dir den Eingang nach vorne zu machen. Ja, warum denn nicht? Finde ich gut. Ich finde das viel besser als nach da hinten. Nee, ich gehe lieber hier hinten. Ja, mach doch. Na ja. So, wo ist Wooden Door? Ich habe eine Workbench, du Pfeife. Boah. Ja, jetzt bist du neidisch. Thanks. Okay, wie viel? Zack, craft ich auch schon schneller und jetzt wohne ich hier. Nee, ich darf nicht hausieren. Doch, darf ich. Ich kann einfach zubauen. Lass mich mal. Mach jetzt da rein.
schon. Du das? Ja, komm, wahrscheinlich. Oh Mann, kann hier nur an einer Stelle hausieren. Die Tür lässt sich da nicht einbauen. Doch, ja, ist drin. Und jetzt ist es ein Dior-Shelter. Sag mal, wo sind denn schon wieder die Scheiß da? Wo kommt ihr denn her? Oh nein, mir fehlen genau. Ja, hättest du jetzt mal Wood, ne? 10 Wood. Habe ich. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Guten Tag. Share. Nix, hier ist voll. Danke. Die Kiste extra schräg hingelegt. Das ist so ein bisschen cooler. Okay. Du hast ja schon viel mehr Quatsch als ich. Ich habe eine Kiste und eine Workbench. Voll krass. Ah, da sieht man eine Tür. Einbruch. Einbruch. Bleib ruhig drin, du. Bleib ruhig drin. Dann schieße ich dich. Craft. Dann schieße ich deine Freunde. Craft in Rust. Das ist wie damals, als ich deine Freunde fertig gemacht habe. Was hast du gemacht? Kennst du Bam Lee? Bam Lee, das hast du gerade ausgedacht. Nein, nein, jetzt ehrlich nicht. Das ist so eins der ersten YouTube-Videos, die es gibt. Das ist so ein Bruce Lee-Interview und so weiter. So ein Zusammenschnitt mit neuer Synchro. Und damals gab es ja noch diese neuen Synchros. Also einfach drüber gequatscht. Oh, shit. Und super witzig. Bam Lee kennt jeder. Und es ist auch wirklich so die beste Lip-Synchro in der Hinsicht, die es gibt. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ja, wahrscheinlich einen großen. Tell me more. Ich hab ein Doorway gemacht. Ah, like Diddy had a car. Ich hab jetzt aber auch kein Holz mehr, ey. Ich hab ein Doorway gemacht. Stimmt, du hast ja eh noch nichts da drin. Ist ja eh noch nichts drin, ne? Ich hab einfach mal ein Doorway gemacht. Ist hier noch so eine Ablenkungshütte. Die sitzt nämlich da. Das ist so die. Da ist nix. Gut, dass wir dafür Holz ausgegeben haben. Ja, geil. Ich hab jetzt. Was machen wir jetzt? Sleeping Bags. Achso, wir haben ja nur. Dann lass uns doch mal schnell irgendein Tier schlachten jetzt mal eben schnell. Ja, hier sind ja. Hier ist ja das Gebiet, wo die Tiere nie wegrennen. Ist sehr bekannt hierfür. Ist das so? Da kommt ein Airdrop. Oh, wenn wir den ziehen könnten, ne? Wenn wir. Eigentlich müsste ich das Flugzeug jetzt sehen. Das muss über mir sein. Vom Sound her. Ja, da. Und jetzt. Lass voll! Lass voll, Digga! Lass krachen! Nix. Hat er schon. Junge. Hat er schon. Arschloch. Scheiße. Das wär's jetzt gewesen. Ich hab kaum noch Munition. Wie viel Munition? Ich hab noch 12. 18 Schuss. Und das heißt, wir können die Bärenbande. Guck mal, da sind drei Bären. Die Bärenbrüder. Die schießen mal an und den Kumpel auch. Ja, ist eine gute Idee. Ich nehme den ersten hier, der immer stehen bleibt, wenn ich ihn anschieße. Stirb. Ich schieße jetzt nicht extra, ne? Beabsichtigt. Nee, ein Magazin reicht für. Ach, das reicht schon. Und was ist denn mit dem Bruder? Der andere ist weggerannt. Hat sich gedacht, ne. Das ist voll unfair. Mama. Die haben das einfach nicht gejuckt. Wir sollten Wölfe holen, die brauchen weniger Schuss. Ja, aber wieso holen wir denn jetzt rote Tiere? Wir brauchen noch Kloss. Ach so, weil rote Tiere direkt fertige Sachen haben. Ja. Ja, guck, Schokoriegel und Schokotafel. Endlich. Noch mehr guck mal, Schokolade. Und dann, Willy gestern Wonka. Nacht, habe ich mich schlafen gelegt in einen Schlafsack aus Schokolade. Ja, von Willy Wonka. Oh cool, da kommt schon das nächste Tier, was erschossen werden will. Und das hat jetzt den dicken Shit dabei. Wenn du jetzt wüsstest, was da drin ist. Wieso bist du immer zuerst da dran? Ich verstehe das nicht. Aus 18 Kilometer Entfernung, weißt du, guckst nur Richtung Rucksack. Schon ist der Occupied bei Dalukart. Occupied. Das ist ein normales Tier hier. Oh ja. Der kriegt hier jetzt auf den Arsch. Zack. Stirb, Schwein. Hey, Vorsicht, wo du hinschlägst. Ja, das musst du gerade sagen. Hast du ihn? Jo. Ich schlachte das Viech komplett aus. Und dann schlafen wir in seinen Eingeweiden. Macht man das nicht so ein Tier ausfüllen, da drinnen pennen? Ja, ist das nicht wahr? Auf Hoff macht man das so. Auf Hoff? Hoff. Don't have to so Hoff. Ganz oben. Fast ganz oben. Ich hab's gleich. Wo ist es denn? Da. Baust du mir einen Sleeping Bug? Soll ich dir auch einbauen? Ja, ich werde hier immer noch radioactive-mäßig bestrahlt. Ja, ich auch. Stimmt, jetzt wo du sagst. Haben wir unsere Hatchets? Haben wir unsere Hatchets in der Red-Gegend gebaut? Nee, das nicht. Da ist noch ein normaler Wolf. Der droppt halt nicht.
Du bist das. Dann kann ich Pinata. Darf ich mal das Liebe im Weg bei dir? Kannst du scheren hier? Ja. Kannst du das mal austesten, bitte? Ja, alles gebaut jetzt erst. Was denn? Ja, mir fehlen noch 2 Cloth. Ja, ich hab ganz viel. Ja, dann bau doch eine Cloth. Dieser Wolf, ne, ey, den hab ich so auseinandergenommen. 20 Cloth hat da ein Wolf mit. What? Ich baue gerade. Okay. Ich hab keine Muni mehr. Sieht gar nicht so aus, als wenn du gerade bauen würdest. Doch. Ja, doch. Okay, da geht's dann zu den Hatchets. Guck mal, wie gut ich mich orientieren kann. Da geht's da zu den Hatchets. Da geht's nicht zu den Shelters. Shelters. Hatchets sind was anderes. Mr. Occupied, es ist ähnlich. Ja, ich hab mir das Occupied-Ding ja nicht ausgedacht. Ja. Steht ja da. Was machst du da? Oh, ein Holz. Ja, Mann. Ich bin erster da. Oh, shit. Schon gebaut, oder was? Streber. Ja. Es wird Nacht. Guck mal, hier ist radioaktiv, Digga. Nee, hier aber nicht. Oh, nee, okay. Gut. Pass auf, Radioactive Man. Share. Frosch. Ja. Okay, cool. Da kommt jemand. Oder warst du das? Ich war das. Also an der Tür. So, okay, jetzt passt wahrscheinlich nirgendwo hin. Doch. Doch, Sleeping Bag passt immer und überall und gestapelt und okay. Warte, ich pack das Explosive Schaf. Das Explosive Schaf von Worms da rein. Ach, er hat eine Kiste. Okay, ich baue den Doorway da rein und die Steine und so. Wir könnten eigentlich auch was braten, aber das müssen wir auch nicht. Ich baue einen Hunting-Buff. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Brauchen wir dafür Steine? Ich habe ja keine. Wo ist ein Hunting? Oh nein. Du hast doch einen, oder nein? Wood. Nee. Ich habe keinen Wood. Oh, ich habe auch keinen Wood. Boah, mehr Woodberries. Aber ich glaube, wir sind auch wieder mal wunderbarerweise in unserer Gegend gespawnt. Oder haben uns da jetzt niedergelassen, wo es natürlich nichts gibt, ne? Gar nichts. Wieso? Die gelbe Hölle kannst du looten? Nee, ich meine tiermäßig. Wie tiermäßig gibt's hier nicht? Wir haben gerade 100 Tiere geschlachtet. Ja, rote Tiere! Und die Schweine? Ach, jetzt so. War doch alles da. Und wir sind sogar bei der Konservenfabrik. Ist ja gut, jetzt schrei mich nicht immer an. Ich kann schon gar nichts mehr hören. Das ist ein Null im Hack. Ich bin gerade in der Konservenfabrik und loote hier alles. In der Konservenfabrik? Wie geht's denn da hin? Ja, die Straße hoch. Okay. 5 Meter. So. Wir sind ungefähr auf der Rückseite. Geil. Okay. Hier kann ich mir, glaube ich, merken. Hier einfach an der Straße runter. Das ist dann eine doofe Shelter auf dem Weg. Jo. Finde ich gut. Das ist quasi eine Art Schild. Eine Schilter? Und dahinter müsste dann doch irgendwann Red kommen, oder nicht? Ja, genau. Wir sind eigentlich sehr zentral. Blues am weitesten weg. Okay. So, wir haben Metallfragmentes. Ja, man könnte halt eine normale Hatchet Powder bauen irgendwann irgendwie, oder? Kann ich nicht auch 9mm Mumpe bauen? Ja, hier, guck mal, ich könnte einfach so. Ich crafte im Stehen, mache ich Muni. So ganz locker flockig. What? Ja, ganz einfach mit der Hand. Habe ich jetzt Gunpowder und irgendwas anderes gemischt und bin jetzt munitioniert. Das ist doch Quatsch. Doch, habe ich hier. Metal Fragments, Metal Fragments. Ja, hatte ich ja gerade gefunden. So, jetzt ist hier Nacht. Ja, wir könnten natürlich Metal Fragments machen aus unseren lustigen Metal Fragment Steinen, ne? Aber dafür bräuchte man Furnace, dafür bräuchten wir diese blöde Low-Grade-Fuel-Scheiße. Das Problem ist, Yellow ist zu riskant. Da sind ja so viele. Da verrecken wir sowieso direkt. Wir gehen Richtung Red. Hier mal so kurz, nur Licht an, aus, weißt du? Ja, jetzt zum Finale der Folge rennen wir jetzt nochmal rein. Wir bauen ab. Meinst du jetzt von der Leistung her oder? Ach so, ich höre schon. Okay, rennen wir nochmal bei Red rein, oder was? Wie lange geht die Folge noch? Ja, eigentlich ist sie vorbei. Dann, ja, Red ist ja noch hinter 2 Wiesen. Okay, also das nächste Mal. Dann haben wir jetzt hier einen kleinen Cliffhanger. Bis gleich. Bis dann. Tschüss.